Was geht ab? Was geht down, Leute? Herzlich willkommen. Neues Inari Legend Video und wir haben heute einige Infos bekommen. Und zwar erstmal die Patch Notes für Freitag. Da gehe ich gleich drauf ein. Die sind etwas krasser. Und hier, Leute, Carblo, der neue Held, ist ein neuer Classic-Held. Also ein Collection-Classic-Held und sieht ziemlich sick aus, muss ich sagen. Und wir sehen auch hier. Er ist ein Schurke, Leute. Das wird halt natürlich übertrieben OP sein. Für PvP wahrscheinlich. Wir gehen mal rein. Ja, Carblo ist ein Exceptional Melee Assassin Type Rogue with Outstanding Overall Abilities. Mit exzellenter Mobilität, Damage Output und seinen Ultimate Skills kombiniert mit seinen Remarkable Survival Capability. Also, er kann auch gut überleben anscheinend. Bei Nirvana Revival. Das hört sich so an wie ein Held von Eternal Evolution. Wenn er stirbt, stirbt er nicht wirklich. Er kann in so einer Schattenwelt weitergehen und von dort aus Schaden machen. Denke mal, dass das vielleicht damit gemeint ist. Bin mir aber noch nicht 100% sicher. So. At the start of the battle, Carblo can cast Storm and Fury to swiftly teleport near the farthest enemy while leaving behind a remnant. Z inflicts damage to nearby enemies. Also er hat auch ein bisschen AOE-Damage dabei. Simultaneously, his energy regeneration rate receives a significant boost. His ability Dance of Water can inflict multiple hits on a single target. And if in the Senate Mode, it deals area damage to enemies in front. Also er springt quasi hinter den Helden, der am weitesten weg ist. Und hinterlässt da irgendwie so einen Schatten und dieser Schatten macht auch Schaden an Gegnern, die in der Nähe sind. Also ich glaube, das meinen die auf jeden Fall mit Remnant. Der hat eine richtig hohe Energierate, also die wirklich, also Energieregeneration. Und er kann dann halt auch Multiple Hits mit einem Skill machen auf einen Gegner drauf. Ich weiß nicht, der Senes Mode, ist das vielleicht dieser Todesmode, das weiß ich nicht ganz genau. Dann der Dance of Water erhöht den Schaden, je nachdem, wie viel der Gegner noch an Energie hat. Je weniger der Gegner noch an Energie hat, desto mehr Schaden macht er. Dragon Slash can significantly boost his Attack Speed and Attack by consuming Energy. Also sein Passiv, also seine Ultimate erhöht seinen Attack Speed und seinen Attack. Und dann kommt hier sein Passiv. Ja, wie gesagt, er kann. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Er kann, wenn er stirbt, geht er ins Nirvana für 4 Sekunden. Oder warte, Enter Nirvana. Oder wenn er sterben würde, kann er es verhindern und kriegt für 4 Sekunden so einen ja, Unbesiegbarkeitsstatus anscheinend. Wenn er in diesem Status einen Gegner tötet, wird der Tod quasi verhindert. Und er regeneriert HP. Also wenn er in diesen 4 Sekunden einen Gegner tötet, stirbt er nicht und regeneriert auch noch wieder HP. Also Leute, das hört sich richtig krass an, was ich so lese. Und er wird dann nochmal direkt sein Ultimate casten. Oha. Er wird krass werden im PvP-Modus und so weiter. Wir gehen mal jetzt hier auf die Dingens ein. Auf die Patch Notes. Die habe ich zum Glück auf Deutsch. Diese Ingame-Sache konnte ich jetzt nicht auf Deutsch richtig übersetzen. Und ich habe es mir auch gerade erst zum ersten Mal angeguckt. Ja, neue Held-Kabel hinzugefügt, haben wir ja gesagt. Und jetzt kommt eine ganz neue Rekrutierung hier hin. Also, das wird dann dauerhaft quasi hier sein, dass man noch eine andere Rekrutierung hat. Die klassische Rekrutierung. Da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Neue Sammlungsrekrutierung hinzugefügt. Zeitlich begrenzte Belohnungen für den Rekrutierungsfortschritt hinzugefügt. Das hört sich geil an. Es wird ein neuer Avatarrahmen für diejenigen hinzugefügt, die 10 Meisterschaften in Wind of Clowns gewonnen haben, also für die absoluten Whales. Fehlerbehebung. Das Problem der abnormalen Aktualisierung der Liste auf der linken Seite der Heldenentwicklungsoberfläche wurde behoben. Das Problem der abnormalen Anzeige des Gildengrammophons wurde behoben. Das Problem, dass die Registerkarte nicht angezeigt wird, wenn die Resonanzschatzkammer nicht freigeschaltet ist, wurde behoben. So, jetzt hier. Jetzt kommt die Sammlungsrekrutierung, also für den klassischen Helden Anpassung.
Bedingungen für die Freischaltung der Sammlungssekretärin Level 19, 40 abschließen oder VIP 13 erreichen. Dauer der Sammlungssekretärin einer neuen Sammlung dauert ewig. Also das ist für immer jetzt da. Verbrauch der Sammlungsrekrutierung. Verwende zeitlich begrenzte Rekrutierungstickets, also ja, um Sammlungshelden zu rekrutieren. Eine Rekrutierung erfordert zeitlich begrenzte Rekrutierungstickets mal 2. Oha. Auswahl der Sammlungshelden. Du kannst einen beliebigen Helden aus der Sammlung auswählen und ihn rekrutieren. Bis jetzt gibt es ja nur Benson und den neuen dann. Droprate für Sammlungshelden. Die Wahrscheinlichkeit, den gewünschten Sammlungshelden zu halten, ist 2% nur. Zusätzliche Belohnung für Sammlungsrekrutierung. Für jeweils 30, 60 und 100 Rekrutierungen erhältst du zusätzliche Belohnung. Für jeweils 100 können Spieler universale Sammlungsscherben mal 30 erhalten. Also Leute, ich weiß noch nicht, ob das so geil ist oder nicht. Ich bin noch zwiegespalten. Was haltet ihr davon von den neuen, der neuen Summon-Methode? Abwarten. Also ich finde es halt krass, dass man für ein Summon 2 Tickets braucht. Das finde ich krass. Das gefällt mir nicht, wenn ich das sowas lese. Ansonsten Leute, lasst gerne erstmal auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, haut ein Abo raus und ich hoffe, ihr seid auch gespannt auf den Patch und auf den neuen Helden. In dem Sinne, Peace, euer Resa9.